Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Ja, ganz neue Aufnahmesession. Ganz neues Headset, ganz neues Mikrofon. Es ist einige Zeit her und ich... Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Gott. Rapture blüht auf. Und schon erschrecke ich mich wieder. Kein aktives Ziel. Okay. Heilung. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Nur noch ein großes, kaltes Nichts. Ich... Verkompliziert nicht, ist das alles! Spanier. Splittergranate, Dollar. Okay, okay. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt. Auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufsatschen wie Aftershave. Man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar und Bienen. Hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Aha. Hier keiner mehr. Ich versieh's, bis du wieder gesund bist.
jede Liter Zucker gerettet. Danke. Beschädigte Welt, nicht wahr? Wie kann ich dir für deine Güte danken? Ich schicke dir noch eine kleine mit einem Zeichen unserer Wertschätzung. Guck mal, wie sie mit der Tonne spielt. Die sind so süß, die Kinder. Ja, so eine. Naja, eine ist als keine. Warum hatte die Rose den jetzt? Weil sie kein Bekleid ist. Ach, Mann. Chametro, nee, das ist doch. Nehmen wir uns da. Also zwei Heilungen, das ist schlicht. Das ist echt schlicht. Ja, aber wir kennen es angezeigt. Ich hab doch jetzt tagelang nicht gespielt. Ich weiß doch nicht mehr, wo wir waren. Wir sind mal mit der Tauchblock angekommen, okay. Ja, ja, ich glaube. Nee, ich erinnere mich nicht. Okay. Was ist dein Name? So, da hinten können wir nicht weiter. Moment, wo sind wir jetzt eben reingegangen? Hier. Aber da kommen wir da drüben nicht weiter. So, das heißt, wie komme ich denn hier? Ach, da geht es. Kleine Flüge aus. Es endet mit Tränen. Man hört sie durch die Wände reden. Die sind immer noch so creepy. Aber sie lässt mein kleines Mädchen. Sie hat meine Augen. Siehst du? Oh Gott, das ist alles so creepy. Hier müssen wir auch schon mal. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Oh, das liegt nicht an deinem Haar. Das liegt an deinem Gegner. Aber ich traue dir das nicht. Ich habe gesagt, dass wir gerne nach deinem Freund
hört sie überall. Ne? Jetzt sind die Bullen auseinander. Hast du da an einer Waffe oder was? Eigentlich wollte das mal. Oh Gott. Ach, da. Jede Menge Dollars. Sehr gut, sehr gut. Warte weiter. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Angst. Pure Angst hier. Nein, Big Daddy, lass mich erstmal. Das ist... Feigling! Jetzt von oben runter. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt. Oh Mann. Ich hasse es. Ich bin ein Parasit, ich hasse es. Ich hasse es, hier zu sein. So sehr. Oh, okay. Oh, shit, hier. Was? Wieso gibt's denn wieder?
Keine Sorge! Die ist schon kaputt. Mist. Das war wohl nur der Wind. Oder ja, nur der Wind. Hab ich geträumt. Bleib von mir, dann pack ich das. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Verteidige mich! Oh no! Ah, das ist es! Selber gelegt, ich weiß es nicht. Ich blicke hier nämlich überhaupt nicht mehr durch. Okay. Achso, hier gehen wir nur im Kreis. Richtig? Richtig, hier gehen wir nicht alles. Das heißt, wir müssen in die Mitte. Es liegt jedes Mal da einer in der Suche. Verrücktes Spiel, ehrlich. Thank you.
Problem. Wer weiß. Hier waren wir anscheinend auch schon. Der ist schon mittlerweile fast unmöglich. Wir waren jetzt überall, bis auf den komischen Raum in der Mitte. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Das war die Kamera, oder? Was ist das für ein Blitz im Wasser? Ich weiß nicht, ob ich hier rein kann. Ich meine, ich stand eben im Wasser. Geräusche sind total nicht in der Hand. Ich verstehe es nicht. Hier ist nichts. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Hm.
Laser. Platz 2. Liebe Leute, ich habe echt keine Ahnung, wo es lang geht. Also ich bin mir sicher, wir haben jetzt hier auf der Etage alles, bis auf den Kacker. Mann! Mach fertig! Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Hey, wo sind wir jetzt hin? Ja, dann auch noch unterstützen. Ist nur blöd, wenn der irgendwo anders rauskommt, wo ich ihn nicht vermute. Der wird so schon hart genug. Okay, da drin war nichts. Nein.
Zirkus der Werte. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ja, wahrscheinlich mehr als für kleine Mädchen. Wohl wahr, dann wird der nächste Film umgehen. Fehlt noch eins. Da ist aber auch nicht reingegangen, oder? Guck ich hier wieder auf. Bin ich hier überhaupt sauber? Das war auf jeden Fall... Ach, die... Delizister haben mich gekillt. Nun gut, bevor wir jetzt aber weitersuchen, würde ich auch sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.